Du hast mir Scheiße erzählt. Deinetwegen habe ich Lea so angemacht. Ich habe ihr krasse Vorwürfe gemacht, weil ich dir geglaubt habe. Zum Glück ist Lea vorhin schnell eingeschlafen. Ich bin noch so durch den Wind, dass ich einfach nicht zur Ruhe komme. Außerdem muss ich Leas Kopf noch mal neu verbinden. Die Wunde sah echt übel aus. Hey Lea, wir haben schon alles abgeräumt, ich würde jetzt Feierabend machen. Oh mein Gott, was ist hier los? Tim, geh weg! Was hast du hier angetan? Wieso hast du den Kopf verletzt? Ich hab nichts gemacht. Oh mein Gott, Lea, wach auf! Wir brauchen Hilfe! 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 Oh mein Gott! Lea, wach auf, bitte! Bitte! Lea! Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Ich wollte Hilfe holen, aber sie wollte... Luke, bleib hier bitte mit ihr. Ich werde jetzt einen Krankenwagen anrufen und den Boden, ja? Dann darfst du denen erzählen, was hier passiert ist. Mach auf. Hey. Ja. Alles wird gut. Es wird alles gut. Es wird alles gut, wenn der Krankenwagen kommt. Zu dir, Sam, sollte ich irgendwie rausfinden, dass du damit was zu tun hast. Dann mache ich dich fertig. Wir sind in 5 Minuten da! Hey, gut, dass du kommst. Ich bin sofort fertig mit Essen. Alles okay? Sam, was ist passiert? Du siehst total fertig aus. Hey, was ist passiert? Ich wurde in der Tiefgarage von Vanity überfallen. Bitte was? Wenn Lea nicht gewesen wäre, dann hätte der Typ mich vergewaltigt. Oh mein Gott, komm mal her. Das ist ausgerechnet Lea, die mich gerettet hat. Ich... Komm her. Okay, pass auf, wir müssen sofort zur Polizei. Da war ich schon. Ich mache mir Sorgen um Lea. Die hat was von dem Typen drüber bekommen und ist im Krankenhaus. Ich meine, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Lea, ich muss ehrlich sagen, es gefällt mir überhaupt nicht, dass du schon zu Hause bist. Du musst eigentlich im Krankenhaus sein. Du hast eine Kopfverletzung. Und vor allem unter Beobachtung, nicht hier zu Hause. Paco, das ist süß von dir, aber der Arzt hat doch drauf geschaut. Ich bin untersucht worden, die Wunde ist genäht, ist bestens versorgt. So, und außerdem kannst du bei einer Gehirnerschütterung sowieso nicht mehr machen, als sich auszuruhen. Ich hasse Krankenhäuser wie die Pest, also habe ich hier auch einfach wunderbar die beste Ruhe, die ich brauche. Ich weiß, Maus, aber trotzdem, so eine Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen. Du sollst das bitte nicht unterschätzen. Alles, was ich brauche. Ich bin gerade einfach nur... froh, dass dir bei deiner Heldentat nichts Schlimmeres passiert ist. Ich meine, wie krass ist das? Sam wird in der Tiefgarage überfallen und ausgerechnet du rettest sie? Es ist total cool von Lea, dass sie dich da verteidigt hat, aber dass sie jetzt von diesem Arschloch einen mitgekriegt hat, da kannst du nichts für, das ist doch nicht deine Schuld. Oder steckt da noch was anderes dahinter? Sam, ich kenne dich. Sam? Sam! Mann, das mit dem Treppensturz. Das war so nicht, das habe ich mir ausgedacht. Lea hat mich nicht die Treppe runtergestoßen. Bitte was? Mann, ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Ich erkenne mich doch selber nicht wieder, so bin ich doch überhaupt nicht. So hinterhältig und verlogen. Und dann ist es ausgerechnet Lea, die mich dann rettet.
Ich fühle mich so mies. Fuck! Ich glaube, Luca will ich sind sehr meine Entschuldigung schuldig. Wieso? Wieso? Wir sind direkt davon ausgegangen, dass sie dir das alles angetan hätte. Und eigentlich war die Arme ja fast vergewaltigt worden. Die Arme? Die Arme war nur bei der Polizei, um ihre Fassvergewaltigung anzuzeigen. Und was ist mit der Lüge, dass ich sie die Treppe runtergeschubst habe? Die hat sie nicht zurückgenommen. Die steht mit Sicherheit immer noch. Hä? Okay, Lea. Also, wer weiß, vielleicht hat Sam jetzt wirklich noch mal die Zeit, über alles nachzudenken und zieht ihre Lüge und ihre Aussage zurück. Ach, so ein Quatsch. Lass uns einfach erst mal hinsetzen, runterkommen und dann erzählst du mir alles noch mal in Ruhe. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen. Ich muss zu Lea. Ich muss schauen, wie es geht. Hey, stopp mal eben ganz kurz. Nee, du gehst heute nirgends mehr hin. Zumindest nicht alleine. Pass auf. Lass uns das so machen. Du gehst jetzt ins Badezimmer, gehst erstmal eine Runde duschen, versuchst klarzukommen und machst dich ein bisschen frisch, okay? Und wenn du gleich ein bisschen wieder auf dem Damm bist, dann fahre ich dich hin. Okay. Normalerweise hätte ich für diese dumme Kuh nicht mal einen kleinen Finger krumm gemacht. Ich habe es auch nicht für sie getan. Ich habe es gemacht, weil es richtig war. Ich weiß, was so eine Vergewaltigung mit einem anstellt. Sowas hat einfach niemand verdient. Aber ich hoffe einfach, dass sie an ihrem schlechten Gewissen wenigstens verreckt, weil sie wird an ihrer Lüge festhalten. Sie wird sich daran klammern, wie weiß ich nicht was. Ich werde wegen ihr in den Knast gehen. Lea, bitte, okay. Dir muss es jetzt besser gehen. Du brauchst Ruhe, du musst dich jetzt richtig auskurieren, Süße. Und wir holen dir jetzt erstmal eine Kopfschmerztablette und machen dir einen Tee, ja? Danke, jetzt. Du musst jetzt echt machen. Sag es, und du bewegst nicht hier von der Stelle, ne? Hey. Was suchst du hier? Willst du dir eine neue Lüge ausdenken oder was, mit der du mich anzeigen willst? Bitte beruhig dich. Ich will dich gar nicht lange stören. Maike wartet auch draußen auf mich. Ich wollte mich bei dir bedanken. Für das, was du heute für mich getan hast. Das war so krass und ja, so mutig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Sonst noch was? Die Polizei wird sich noch bei dir melden, sobald du wieder auf den Beinen bist, wegen der Überwachungsbänder in der Tiefgarage. Ich wollte mich auch noch bei dir entschuldigen. Wegen dem ganzen Stress und den Streitereien in den letzten Wochen. Ich hoffe wirklich, dass du schnell wieder auf die Beine kommst, okay? Und du denkst, damit war es das dann? Weißt du? Ist ja schön, dass du dich entschuldigst. Aber das, was ich getan habe, das habe ich nicht für dich getan. Oder weil ich irgendwem da draußen irgendwas beweisen muss. Sondern weil es richtig war. Weil es sich so gehört. Und was ich brauche, ist nicht irgendeine läppsche Entschuldigung, sondern die Wahrheit. Die Wahrheit über den Treppensturz, dass ich dich nicht geschubst habe. Weißt du, Sam, ich will gar nicht abstreiten, ja, wir haben unsere Probleme. Wir haben uns geprügelt, wir haben uns geohrfeigt, wir haben uns was weiß ich nicht was alles angetan. Aber das? Mich anzuzeigen für etwas, was ich nicht getan habe? Du weißt schon, dass ich dafür in den Knast gehe? Bei den ganzen Vorstrafen, die ich habe? Okay. Ich werde das klarstellen. Ich werde allen die Wahrheit sagen. Ich werde zur Polizei gehen und meine Anschuldigungen zurücknehmen und ja,
Mann, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Du kannst mir glauben, das Lügen hat mir keinen Spaß gemacht. Ich wünsche auf jeden Fall eine gute Besserung. Danke. Hey. Ich bin jetzt mal gespannt, was das hier alles sagt. Ich bin hier, weil ich mit einer Lüge aufräumen muss. Ich war nicht ganz ehrlich zu euch allen. Und ich muss unbedingt mit der Wahrheit rauskommen jetzt. Nachdem Lea mich heute Morgen bei dem Überfall gerettet hat. Lea hat mich nicht geschubst. Ich habe das nur gesagt, weil wir uns so hardcore gefetzt haben und ich wollte ihr eins auswischen. Das was? Ich hab's ja gleich gesagt, aber auf mich wollte ja keiner hören. Weißt du, Sam, Parker und ich waren von Anfang an auf Leas Seite. Ich meine, sie ist unsere beste Freundin und natürlich wollen wir ihr zu 100% glauben. Trotzdessen hatte ich immer so ein komisches Gefühl, weil ich mir dachte, eigentlich mag ich Sam ja auch und wäre sie überhaupt fähig, so krass zu lügen? Und jetzt ist es tatsächlich so. Sorry, Sam. Es tut uns zwar sehr leid, was dir heute passiert ist, aber um es dir zu verzeihen, ist noch zu früh. Ich meine, du wolltest alle gegen Lea aufstacheln und wäre das alles heute nicht passiert, hättest du wahrscheinlich nur zugesehen, wie Lea in den Knast wandert und das kann man einfach nicht so vergessen. Sorry. Mein Geschmack war das heute auch genug. Bei aller Rücksicht, was heute passiert ist. Mein Mitleid. Aber weißt du was? Ja, anscheinend bist du kein Deut besser als Lea. Das tut mir wirklich leid. Mir Scheiße erzählt. Deinetwegen habe ich Lea so angemacht. Ich habe ihr krasse Vorwürfe gemacht. Weil ich dir geglaubt habe. Weißt du, wie ich mich fühle? Ich bin enttäuscht. Einfach nur enttäuscht. Wenn ihr wartet. Komm rein, mein Toyboy. Mama braucht Zucker. Genauso habe ich deine Mutter in Erinnerung. Wenn ich sie so sehe, ne? Du hast sehr viel Ähnlichkeit mit ihr. Und die wäre mächtig stolz auf dich. Ich kann Inka in deiner Familie nicht ersetzen, ja. Aber ich wäre froh, wenn ich vielleicht ein neuer Teil in deiner Familie sein könnte.